Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, heute werde ich euch zeigen, wie man ein Dokument gestaltet in Word. Wir werden insgesamt 12 Schritte oder 12 Dinge uns ansehen und ich werde euch gleich zeigen, wie Schritt 1 geht. Also zunächst wollen wir die Ränder des Dokumentes verändern. Dafür brauchen wir die Register-Seiten-Layout in der Gruppe Seite einrichten, Seitenränder und wir brauchen Benutzer definiert, weil das, was wir brauchen, steht nicht da. Wir vergeben links und rechts 2 cm und sagen OK. Als nächstes wollen wir die Schriftart und die Schriftgröße verändern. Das werden wir von der Register Start aus machen. Wir werden aber nicht hier das ändern. Wir werden gleich in einer Formatvorlage das verändern. Das ist die richtige und professionelle Art und Weise, eine Schriftart zu vergeben und zu verändern. Wir klicken hier auf Standard, rechte Maustaste ändern. Und wir suchen uns eine Schriftart aus und auch die Schriftgröße und bestätigen mit OK. Das macht sofort, dass alle Text, was mit Standard hervorgerufen wird, ist eigentlich in diese Schriftart vergeben. Wir brauchen uns nicht mehr darüber nachzudenken, wie das aussieht. Als nächstes werden wir Aufzählungszeichen machen. Wir markieren den gesamten Text, was mit Aufzählungszeichen sein sollte, also bis hierher. Und wir klicken auf Start, Absatz, Aufzählungszeichen. Als nächstes wollen wir die Textausrichtung für Fall 2004 vergeben. Wir markieren einfach Fall 2004 und in der Gruppe Absatz im Register Start haben wir hier Text rechtsbündig ausrichten. So ist es schon 2004. Wie vergibt man eine Fußnote? Wir sollten das, was in der Fußnote vorkommt, kopieren oder ausschneiden. Und wir werden es gleich reinkopieren. Wir können entweder mit Doppelklick in den Fußzeilenbereich oder wir machen es von der Gestekarte Start, einfügen, Fußzeile. Fußzeile bearbeiten und wir kopieren unseren Text hierher. Wir brauchen es ein bisschen kleiner als das, was es ist, also machen wir mal 5. Wir können es jederzeit ändern im Nachhinein. Wenn wir wollen, machen wir 6. Und wir wissen, dass der Text ein bisschen rechts, also auf der linken Seite bleibt, also wir werden einmal das einfach so mit Zeilenumbrüchen bearbeiten. Es gibt einen weiteren Teil in der Fußnote. Wir werden gleich diesen Teil hier in der Fußnote einkopieren. Und wir wissen, es ist auf der rechten Seite und muss groß geschrieben werden. Vergeben wir zuerst einmal die Großbuchstaben. Hier machen wir das Register Start, Gruppe Schriftart, Großbuchstaben. Übrigens, wir können den gesamten Text blau, dunkelblau vergeben. Machen wir vielleicht das da hier. Und diesen Teil hier muss auf der rechten Seite sein. Wie machen wir das? Zuerst klicken wir bitte auf Ansicht, damit wir das Lineal einblenden. Hier sehen wir das Lineal. Jetzt werden wir werden es mal ein bisschen ausprobieren, was gut passt, weil wir möchten, dass dass diesen Teil auf der rechten Seite ist. Klicken wir mal doppelklicken hier in das Lineal und wir sehen, dass Tabstops kommen. Vergeben wir bitte einen, sagen wir mal, linken oder rechten Tabstop. Schauen wir mal, was passiert. Okay. Gut. Wenn wir jetzt unser Cursor vor dem Wort the hin platzieren und wir machen einen Tabsprung, dann wird der Text automatisch nach rechts gehen. Also da sieht es besser aus. Wir können es auch mal 12 vergeben. Was uns auch noch auffällt, ist, dass eine Rahmenlinie oberhalb von dieser Fußnote ist. Wir markieren die gesamte Fußnote. Wieder Register Start. Und hier in der Gruppenabsatz finden wir hier Rahmenlinien. Wir können entweder hier was Automatisches aussuchen, aber weil wir wollen etwas Besonderes, wählen wir Rahmen und Schattierung aus. Und hier wählen wir die Farbe Blau, Breite 1,5 Punkt und klicken in diesem Bereich hier, um das zu vergeben. Und schon, wenn wir hier doppelklicken, wieder im Arbeitsbereich, können wir sehen, dass unsere Fußzeile aufgegeben wird. Sehr schön. Jetzt brauchen wir nur mehr die Kopfzeile bearbeiten. Wir schneiden dieses Bild einmal aus mit STRG X.
Wir doppelklicken in die Kopfzeile. Steuerung V für einfügen. Jetzt klicken wir auf das Bild und wir werden sehen, dass da einen besonderen Bereich Bildtools kommt. Das ist ein Kontextmenü. Das kommt nur, wenn man auf ein Bild klickt. Wir müssen mit dem Bild was machen, daher werden wir einen Zeilenumbruch brauchen und das heißt transparent. Wenn wir das wählen, können wir hier das Bild so wie wir wollen vergeben. Und so sieht es fast so aus wie auf der Vorlage. Wir können ein bisschen hin und her schieben. Wir können sehen, das passt ganz genau. Sehr schön. Und doppelklicken wieder, um hineinzukommen in den Arbeitsbereich. Als nächstes werden wir das Bild, was wir ganz unten haben, ausschneiden und in das Dokument einfügen, wo wir wollen. Hier oben. Und wir werden das Bild kleiner machen. Also wir brauchen 2 cm. Und wir brauchen es ebenfalls transparent. Wir werden es hier transparent vergeben, sodass es wirklich einmal bleibt und man kann herum mit dem Bild machen, was man will. Das Bild in der Vorlage ist so ungefähr hier. Gut. Jetzt wollen wir die Seitenfarbe mal auswählen. Die Seitenfarbe ist ungefähr diese Farbe hier, also wir werden versuchen, es hinzukriegen. Wir werden einmal bei Seitenlayout, Register Seitenlayout Gruppe Seitenfarbe wählen und schauen, ob wir die Farbe bekommen. Das können wir so hier zum Beispiel verwenden. Gut, jetzt kommen wir zu einem Teil. Spalten. Wie vergeben wir Spalten? Wir markieren den Text, was in zwei Spalten vergeben werden muss, also von Tweens bis Million. Und hier sehen wir in Register Start, Seiten einrichten, Spalten. Wir wollen zwei Spalten, aber wir werden es mal so machen, dass wir sagen, wir wollen zwei und wir möchten gar keinen Abstand haben zwischen die zwei. Wir sagen okay. Seht ihr, was passiert ist? Der Text wurde in zwei Spalten vergeben. Was wir jetzt brauchen, ist, wir möchten jetzt einen Spaltenumbruch machen nach dem Wort Prozent, damit das, was auf der rechten Seite ist, wirklich auf der rechten Seite bleibt. Machen wir das auch ganz kurz. Das heißt, wir platzieren unser Cursor hier nach dem Wort Prozent und hier sehen wir in der Registerkarte Seitenlayout Umbrüche, Spaltenumbruch und so haben wir das, was links ist, ist links und das, was rechts gehört, ist rechts. Perfekt. Was wir auch noch machen müssten, ist, wir markieren einmal das, was auf der linken Seite ist und wir sichern zu, dass da links ein Einzug von 2 cm ist. Wir markieren auch die rechte Spalte und wir möchten auch hier schauen, dass das eine linker Einzug von 2 cm hat, sodass es wirklich so aussieht wie im Dokument. Übrigens, Sie haben gesehen, dass im Dokument der Übertitel ein bisschen größer ist. Also wir können es fett machen und größer machen und hier auch fett machen und größer machen. Okay? So, jetzt sind wir fast fertig mit dem Text. Wir könnten theoretisch hier ein bisschen noch justieren, weil wir merken, das passt nicht so ganz genau. Bisschen 2,3, genau, passt. So, was machen wir jetzt? Wir brauchen jetzt unser Textfeld. Das ist das, was ins Textfeld kommen muss. Das heißt, wir schneiden es einmal aus. Jetzt brauchen wir ein Textfeld. Wir wählen Registerkarte einfügen, Textfeld und wir erstellen ein Textfeld. Und mit Steuerung V fügen wir diesen Text hinzu. Wir machen das Textfeld so groß wie möglich. Wir vergeben einmal die Farbe Orange, weil wir wissen, es ist Orange. Textfarbe ist Orange. Dann machen wir das hier. Was wir auch noch machen, ist, der Zeilenabstand ist ein bisschen größer. Also wir machen Zeilenabstand von 1,5. Und wir verändern dieses Textfeld, dass es transparent ist. Also es gibt keinen Fülleffekt, also keine Füllung. Und auch keine Kontur, kein Rahmen.
Und so kann man das so hin und her schieben, wo man will. Ja? Und so sind wir fast fertig oder mehr oder weniger zufrieden mit unserem Dokument. Es sieht so aus wie die Vorlage. Ein bisschen justieren noch, um zu schauen, ob die Informationen wirklich so sind, wie sie sind. Aber wir sind schon fertig. Wunderbar.